Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalist Psycho in Sakaievs Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. Mal fragen. Legen wir los. Ignorier diese Saftsäcke. So, damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu Call of Duty Modern Warfare Story. Unsere Kampagne. Ein bisschen was her, dass ich MWR Story aufgenommen habe. Kam auch daran, dass ich Ende letzten Jahres nach meinem Setup-Umbau Probleme hatte mit meiner Elgato. Ich habe kein Bild mehr reinbekommen. Stirb. Und somit. Ja. Nehme ich jetzt erst wieder auf. Also MWR. Kommt auch wieder vorher, aber vorher hatte ich nicht so die Motivation, muss ich gestehen. Aber jetzt bin ich wieder mit frischer Energie zurück und wir snipen hier ein paar Dullis weg. Gefühl schlechter als Stormtrooper. Da geht auch weg. Auch weg. Sie vernebeln die Sicht. Weg! Kannst du etwas sehen? Nicht viel Bewegung auf der Straße. Sie könnten nach Westen gehen. Ja, komm. Oh. Sie nehmen unsere Position und Lösung. Das rennt da komplett eure Rolle, Mann. Okay, so, an die Minigun und die westliche Flanke sicher. Los! Alles klar, Price. Macht ihr gerne. Minigun Action, dies, das und so. Man kennt die. Hier 3, 2 ist im entfernteren östlichen Gebäude. Die östliche Straße ist gesperrt. Oh, der hat schon fast auf die geschossen. Aha, muss ich aber los, ey. Was gejoggt, ey. Ja, tschüss, Kirche, ne? War nett, dich kennengelernt zu haben. So, mal diese Minigun. Los, hier ist an dem Hubschrauberwrack war halt. Wir haben hier ein Problem! Achtung! Heilige Scheiße, das sind aber eine Menge Helis! So, zurück zur Taverne und an die Sünder! Der Rest von uns beschäftigt sich von der nächsten Defensivlinie. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Taverne. So, wir ziehen uns zur nächsten Linie zurück. Na los, Bewegung! Sonst easy. Wenn es uns 6 ist. Ich weiß nicht, ob wir die Mission schon gespielt haben oder nicht, aber das ist mir dementsprechend jetzt auch egal. Ey! Oh lol. Ein Mate angeschossen. Da stirbst du auch mit dem Raketenwerfer. Die Zünder sind im ersten Stock der Taverne. Kompass steht nun vorwärts. Wir versuchen sie aufzuhalten. Ich an den Eiern. Der war los. Auf dem Norden nähern sich feindliche Panzer. Verdammte Scheiße, ich bin getroffen. Feindliche Panzer? Genau nach meinem Geschmack. Russen und Panzer. Ab zur Javelin. Soap, die Javelin ist in der Scheune. Los, los! Ja, beruhig dich. Brauchst nicht so rumschreien, ja, als wärst du, keine Ahnung, im nächsten Kick oder so.
reingehen, Volker! Evelyn! Bitte. Tschüss! War nett, ne? Nee. Hab ich das überlebt? Oh, nenn mich Jesus, Alter. Hältet mich da jetzt so an. Oh, warte, warte. Was los? Wo seid ihr denn? Bravo 6, hier Griffin 27. Wir sind eben in der Klammer. Ankunft in 4 Minuten. Bereit machen zur Aufnahme. Oh, guck, da kommt er oben. Der Kopfschmerzen. Bravo 6, die Landezone ist zu heiß. Wir können da nicht landen. Ja, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück. Ob es uns passt oder nicht. Ob du hier bist und nicht. Ich da durch. Los, Bruder. Nasenbluten. Boy run. Run, boy run. Alter. Oha, übertreib ja komplett deine Rolle, Alter. Wo kam der her? Kurz 90. Sie lassen uns hier zurück. Wir müssen sofort zur Landezone. Bravo 6, hier Falcon 1. Wir können Luftunterstützung geben. Over. Oh mein Gott. Run, boy, run. Run, boy, run. Ziel bestätigt. Bereit für Luftschlag. Ich kann nicht mehr. Ich dachte, das Ding wäre schon zu Ende, aber nee. Och Mann. Oh, das ist doch bescheuert, Alter. Okay, dann lass mich genau da spawnen, wo ich nachladen muss. Das ist 10 von 10. Best Respawn Point ever. Bravo 6, wir sind gleich da. Haben aber kaum noch Sprit. Ihr habt vielleicht 3 Minuten. Kaum noch Sprit. Ja, geht, keine Ahnung, zum arabischen Iraken oder so, holt euch da einen Sprit, die haben Sprit eurem Ass, so. Aufnehmen, während das die Mucke hören, das sehe ich nicht mehr. Was ist das? Ja. Wohl, Alter. Was ist hier aber los? Ihr habt 2 Minuten.
Roger. Nee, er hat nur Raketen. Ja, kannst du vergessen, mein Sohn. Oh Leute, das ist Mate. Gehört, ihr Jungs braucht ein Taxi. Klar, an immer Bord. Doch. Alles an Bord, los! Taxi nehme ich gerne. Los kann geht's, ich zahlen. Los geht's! Extra abgesmuckt für euch Mädels, ne? Okay, wir sind alle an Bord! Los, los! Ah, ihr seht. Und damit geht nochmal ein Zelt. Firefighter! Schade, ich dachte, ich treffe noch. Unlucky. SAS und die USMC. Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakayev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakayevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakayev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Wovon, wie man das betrachten möchte, ne? Also, fast sterben, da sehe ich mich. Ohne R-700, geil. Ja. Nicht schlecht, Kamarov, das könnte klappen. Wildshire 1-6, wir sind in Position. 100, da sehe ich mich ja, ne? Sexy Sniper. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. Los, los, los! Feuer! Nein, nicht drauf. Alter. Alter. Alter, vertreibt halt komplett, ne? Das halt nicht. Hat er nicht drauf, bitte. Ah, jetzt aber drauf. Okay, stirb. Gebiet gesichert. Alles klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer. Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakayevs Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Da, easy. Machen wir. Zwei Stunden später. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Was hat denn heißen? Idee nach Russuka blät. Bravo 6, hier Walter 1-6. Wir folgen einem feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle 6 Fahrzeuge. Over. Verstanden. Niemand schießt, bevor ich den Befehl dazu gebe. Oh. Info scheint zu stimmen. So, 3, 4. Da ist ein Panzer. 2 Panzer. Wurden aber gar nicht durchgegangen. Sir, ich habe das Ziel im dritten Mann im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem BMP. Wir müssen ihn lebend kriegen. Also Vorsicht beim Feuer. Warte. Ausräuchern.
Boah, voll die Hüfte, ey. Schießt da hinten, so ist der Panzer. Wir haben Gesellschaft, Sir. Feindliche Verstärkung im Süden. Oh, was macht er denn? Was? Er nimmt den Turm mit. Festhalten! Oh, nee. Oh, der schöne Turm. Der trägt auf jeden Fall Adidas. Der gönnt sich. Das Ziel versucht entkommen. Ja, so, bin schon unterwegs, Preis. Verfolgen Sie den Kerl. Wir kümmern uns um die feindliche Verstärkung. Bravo Team, hier Vulture 1-6. Verfolge das Ziel. Verdammt, der Typ ist scheiß schnell. Ja. Okay, er verlässt den Schrottplatz in Richtung Nordwesten. Schnappt ihn euch. Los, los. Okay, das Ziel bewegt sich. Nach Norden. Zu den Außenbezirken der Stadt. Go, Power Rangers. Ich gehe mal durch. Und flanken. Da brauchst du gar nicht versuchen mit deiner RPG. Übertragt hat komplett eure Rolle. Ich muss erstmal nachladen, das dauert ein paar Jahre. Feindliche Einheit, erster Stock rechts. Jawohl, da stimmt. Dann gib mir den Endlich auf der See. Aktivität auf den Dächern. Verstanden. Da hinten bringt es an, furzen oder was? Weg. Feinde nähern sich über den Parkplatz, dem fünfstöckigen Gebäude. Oh Gott. Geschütz und so, die ist das, Ananas. Verstanden, das Erdgeschoss ist sicher bereithalten. Gib mir Feuerschutz! Oh, Auto brennt. Okay, alle Ziele ausgeschaltet. Weitergehen. Go. Bestätigt. Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Hm? Ziel bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes. Erster Stock. Nee. Oh, fick dich, Alter. Boah. Da war noch einer. Ich hasse mein Leben. Joa, zweite Mission, zwei Tode, insgesamt. Ja, kann man abwarten. Dann können wir unterstützen mit der Minigun. Okay, alle Ziele ausgeschaltet, weitergehen. Bravo Team, besteht Sichtkontakt zum Ziel, over. Bestätigt, Ziel beim Betreten eines fünfstöckigen Gebäudes gesichtet. Sonnenuntergang. Baumschiff. Ziel bewegt sich im nordöstlichen Teil des Gebäudes. Erster Stock. Oha. Übertreibt halt komplett. Was siehst du da noch auf dem Boden? Shotgun, tschüss, war nett. Zieh ins Gebäude zurück. Moment, ich hab diese Typen.
Das ist schön zu hören. Da muss ich erstmal überholen. Da muss ich auch überholen. Ich kann ihm ins Bein schießen, Sir. Nein, nicht schießen! Das Risiko ist zu hoch! So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf! Ja, okay. Gönn dir, Rudi. Gönn dir. Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseblade, hier Bravo 6. Sakaiers Sohn ist tot. Wir kommen nach Hause. Sorry, durch den Kiefer. Ach, Scheiße. Sein Sohn war unsere einzige. Was meint ihr jetzt mit Kiefer? Meint ihr den Baum? Ich kenne den Mann. Er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir. Joa. Das war chillig. Joint Operation. Unsere sogenannten Anführer haben uns an den Westen verkauft. Unsere Kultur zerstört. Unsere Wirtschaft. Unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein, oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Halo. Charlie, Team los. Zweiter Absprung. Bravo, Team bereit machen. Los. So. Bei mir neu formieren. Da. Wo ist Griggs? Keine Ahnung, Sir. Bravo 6. Sergeant Griggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo 6 Ende. Los geht's. Ja, das ist süd-südwestlich, nicht südwestlich. Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Halt nicht. Ey. Du am Baum, Alter. Geh zurück zur Baumschule. Einer weniger. Feind erledigt. Alles klar. Sie müssen Griggs in einem dieser Häuser haben. Da ist ein Zugang durch diese Kellertür. Wir gehen von dort aus von Raum zu Raum, aber leise. Los jetzt. Bleibt mir, seid ziemlich langsam, ey. Fuck. Gib mir lieber die Führung. Hier hört sich jetzt falsch an. Aber, holy shit, ihr seid gar nicht langsam. Dagegen ist der Usain Bolt, keine Ahnung. Schallgeschwindigkeit gegenüber euch oder so, keine Ahnung. Müsst mal schneller werden. Seid ein bisschen alt geworden, wa? Okay. Nee, nee, das können Sie vergessen. Griggs ist nicht hier. Verstanden. Bei mir unten neu von mir. Verstanden. Weiter zum Essen aus. Leise sein. So, riskieren Sie einen Blick. Stockwerk gesichert. Weiter die Treppe hoch.
nicht wegschieben. Hier sind wir wohl richtig. Bereit machen zum Einbringen. Los, los, los. Na, Briggs? Schön gefesselt zu sein, wa? Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Klar, war auch der Plan. Aber du hast das ganze C4. Alles in Ordnung? Ich hab auch C4 Price. Unterschätzt mich nicht. Bin auch vorbereitet. Und so, dies, das, Ananas. Wir müssen diesen Turm ausschalten, damit die vorrückenden Teams durch die elektrische Umzäunung brechen können. Ja, easy. Dann machen wir. Feindliche Helikopter. Die feindlichen Helis, die juckt keinen. Die machen hier nichts. Bewegung. Charlie 6, wie ist euer Status? Over. Team 2 in Position. Baum fällt. Sehr schön. Sehe ich mich. Sieht halt so geil aus, ne? Auch generell die Optik hier, ne? Die sieht so geil aus. Das ist so eine geile View. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Ach, diese View, ohne Spaß, das ist so geil. Mach diesen Zaun auf. Komm, Gas, mal raus. Mach öff. Nach Öff habe ich gesagt. Was ist das für ein Spray? Okay, flieg halt noch um, ne? Vogel. Bewegung. Go, 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 go! Feindlicher Helikopter. Ja, hier geht es so geil. Argonaut fühlt sich geil an. Rad brauche ich jetzt noch nicht. Kontakt westlich von uns. Er hat sich hinter dem Busch versteckt, really. Alter, bin ich weak. Granate. Okay, was willst du hier raus? Komm schon nicht rein. Ja, kannst du vergessen da oben. Ach, ja. Schon wieder Raketenwerfer. Spaß hier da oben. Zwei oben. Dort waren mal zwei, ne? Irgendwo noch verschlüsselte Daten oder so. Möchte gerne noch ein bisschen was mitnehmen. Saft. Keine. Saft. Bäh. Ekelhaft. Bäh. Gib mir Feuerschutz. Feinde im Südosten. Oh, Alter. Alter, Alter. Alter, Alter. Den habe ich ja komplett übersehen. Ja,
das waren mal Gegner. Habe ich gehört. Gib mir Feuerschutz. Alter. Komm schon. Da sitzt auch in dem Formel 1 Auto. Ziel neutralisiert. Alles klar. Oh, nicht die. Die Schose hier. So, ja, geht mir vom Dächern, hab ich. Noch ein Panzer, du Vogel. Ist ja erlaubt. Nee, hab ich nicht. Bin auch so ein paar, keine Ahnung, Werber oder so. Alter. Dritte Mission. Drei Downs. Sehe ich mich ja, ne? 10 von 10 an der Stelle. Kann ich hier nicht mal in Ruhe nachladen, Alter? Übertreibt halt komplett eure Rolle, Alter. Ach du heilige Maria. Was bist du denn hier? Nach Hause. Ernsthaft. Shotgun kannst du vergessen, Alter. Hat ich gesehen. Bravo 6, Scharfschützenteam 2. Wir kommen aus dem Wald im Süden. Ich schieße, das ist eines amerikanischen Scharfschützenteams. Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschützendeckung, sobald ihr Inhalte. Was zur Hölle ist das? Ah, wir haben hier ein Problem. So ein großer Feuerball, Junge. Da ist noch eine! Oh, ach, da ist auch noch eine. Ach du Heilige. Ja, ne? Like a Eagle und so, ne? Man kennt ihn. Bringen Sie Ihr Team in die Anlage und nehmen Sie das Kontrollzentrum ein. Wir arbeiten daran, die Abbruchcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Kapiert. Wo seid ihr hin?